7 Stunden und 40 mit 4000 Kalorien. 8 Stunden Armworkout von Rich Piana. Erwischt. Ich habe Urs übrigens an diesem Tag getroffen bei seinem Experiment. Trinken wir einfach noch klassische 16 Shakes da dazwischen. Das habe ich auch gesehen, das war wirklich so. Ich habe mich erschrocken, Digga. Der ist so massiv geworden. Hat Rich das wirklich durchgezogen? Durchgezogen hat das, glaube ich, niemand von denen da. Der ist einfach die ganze Zeit am Ballern. Wie oft war der denn pissen an dem Tag? Gibt's die Messung? Guten Morgen, United Gen Dobre Freunde. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Alhamdulillah. Und heute reagieren wir auf Urs Kalitschinski. Yeah. Urs Kalitschinski ist nicht nur Mr. Olympia Top 3 Kandidat in der Classic Physik, sondern hat sich auch einem 8 Stunden Arm Workout à la Rich Piana, rest in peace an dieser Stelle, getraut. Guck mal, die Arme sind total dünn. Und das Ganze gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß mit der Reaction, let's go, Freunde. Wow, good morning, good fucking morning. Erwischt um 9.20 Uhr. Ich bin ohne Witz vor 20 Minuten, glaube ich, aufgewacht. Boah, sieht der aufgequollen aus, Alter. War ordentlich auf dem Klo und dann hat der Kollege schon geklopft, denn wir haben eine Mission heute. Omas heiliger Topf muss für 10% mehr Gains heute auf jeden Fall benutzt werden. So startet man noch gut in den Tag, oder? Da kommt jetzt noch eine ordentliche Schippe Whey mit rein. Wir haben gut und gerne mal eine ganze Packung Eier, die wir uns hier ins System laden werden. Wir haben hier ein paar Joghurt-Reiswaffeln. Dann haben wir eine ordentliche Banane am Start. Alice von. Ich habe Urs übrigens an diesem Tag getroffen bei seinem Experiment und der sah auch schon völlig fertig aus, weil der war da irgendwie schon ein paar Stunden zugange und als er mir erzählt hat, was der gerade für ein Video dreht, dachte ich mir nur, Alter, konntest du das nicht irgendwie faken, aber nein, das kannst du ja schlecht faken. Die Apple Watch, die lügt nicht, die liegt am Handgelenk an und zählt die Zeit natürlich, in der man sich da die ganze Zeit einen abtrainiert, ne? Das Post-Workout-Meal vorbereiten. Post-Workout heißt es dann nach den 8 Stunden oder zwischen den 8 Stunden? Nach den 8 Stunden. Da Cookie, wir müssen den halben Tagesbedarf irgendwie schon zum Frühstück reinlegen. Ungefähr 200 Gramm Eiweiß, also schon ordentlich Salz, die voll mit drin, dass wir nicht absterben. Ein bisschen Früchte kommen auch rein und ganz wichtig, das Apfelmus. Zu den 8 Stunden Armworkout trinken wir einfach noch klassische 16 Shakes da dazwischen. Das habe ich auch gesehen, das war wirklich so. Kein Scheiß. Ach, da ist er. Coach, wie ist die Lage? Ich hatte gerade so einen Wasserschaden und der Installateur war da. Du weißt ja, dass ich sonst immer abheben würde, aber der hat noch das Wasser richten müssen. Ich weiß, weil Markus hat dich auch angerufen, an den hast du knallhart weggedrückt. Geil. Erwischt. Wir wollten nicht nur an. In flagranti. Anrufen, weil wir jetzt gleich ins Gym gehen und paar Stunden Arme trainieren und dich fragen wollten, was du davon hältst. Von ein paar Stunden Arme? Ja. 8 Stunden Armworkout von Rich Piana. Wir schauen mal, wie weit wir kommen und lassen es dich dann hören. In Bunker. Ja, der soll doch noch sagen, wie er es findet. Bunker. Er sagt ja, 1 Inch Arme wirst du mehr davon kriegen. Ja, für die nächsten 4 Stunden. Whatever it takes, Stefan. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Ich esse erstmal. Ja, leider war das dann tatsächlich sein Lebensmotto von Rich Piana, ne? Whatever it takes. Bis dann irgendwann mal zu viel war. Ey, schade, war ein cooler Typ, Mann. Rest in peace, Mann. Rich Piana hat geile Videos gemacht, habe ich mir früher auch jedes einzelne reingezogen. Legen wir los? Mhm. Sagt der Ekler wieder nein, machst du anders, damit noch 1 Zentimeter mehr ist? 50. Wie stolz er gerade guckt. 50er Arme. Stramm. Alicia hat gemessen. Jetzt gucken wir, ob wir. Was ist 1 Inch? Keine Ahnung. Nein, Inch. Ich wollte nie zur Schule gehen. 2,5 Zentimeter. Also wenn wir heute Abend einen 52,5 Arm haben, dann mache ich das jede Woche, Alter. Ich würde aber immer Zwischenmessung machen, so jede Stunde. Traditionelles Krafttraining gibt es auch eine Funktion 8-Hour-Arm-Workout. Ich denke nicht, aber... Hält die Uhr überhaupt so viel, hat die überhaupt so viel Akku, Digga? Die Uhr läuft, Freunde. Wir fangen an.
7 Stunden und 58 Minuten noch. Hatte der irgendwie einen Plan vorgegeben, welche Übungen der machen sollte oder so? Das würde mich auch noch interessieren. Ich bin jetzt aber kurz beim Baumarkt, aber dann komme ich wieder. Ich kann kein Problem, ich bin nämlich die nächsten 8 Stunden hier. Cut ist auch mal wieder richtig nice. Also nur halt für den Zeitplan. 22 das heißt, Minuten. Jetzt ist dann, bist du wann fertig? Um 19 Uhr. Die Brownies, die haben noch Zeit. Ey, ich schwör's euch, Freunde, ne? Ich hab ihn ja da, das war letzte Woche, genau vor einer Woche habe ich ihn gesehen, am Mittwoch, als er das gedreht hat. Ich war erschrocken. Ich habe Urs jetzt ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Letztes Jahr habe ich ihn auf der Dennis Wolf getroffen, habe ein bisschen gequatscht. Ich habe mich erschrocken, Digga. Der ist so massiv geworden. In diesem Oversize-Shirt von ESN, Digga, der war so auf Pump, der hatte überall Beulen. Also im Video kommt das nicht so rüber wie in echt. Der sieht in echt brachial aus. Selbst in diesem Shirt einfach nur Muskel auf Muskel auf Muskel gefühlt. Ja, was ist das für eine Scheiße? Warum Games? Junge, eigentlich. Hatte ich nicht 5 Dosen mit? Nicht zu viel Wasser. Richtige Party. 16 mal ein halber Liter. Meint ihr, was der für einen Pump hatte? Schon nach 2 Stunden war der Arm eh taub, Freunde. An dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mal auf den Geschmack von einem brutalen Pump kommen möchtet, dann gönnt euch auf jeden Fall den Crank Pump Pro. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und falls ihr danach nach diesem wundervollen Krafttraining eure Proteine sichern wollt und direkt was Gutes für eure Gelenke tun möchtet, dann habt ihr Isoclear mit Collagen Peptides jetzt mittlerweile vereint in einem Produkt und das Beste kommt zum Schluss. Ihr habt aktuell 20% Rabatt mit meinem Code William auf esm.com auf das gesamte Sortiment. Könnt ihr auf jeden Fall euch einen schönen Einkauf bereiten. So, vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. I'm going to train arms for 8 hours straight today, so you better be ready. Normales Training wäre jetzt fertig. Wir sind jetzt durch mit dem Warm-up. Überleg mal, Alter, das war gerade mal das Warm-up, was eigentlich ein normales Training ist. Hat Rich das wirklich durchgezogen? Ich glaube, er hat es einfach nur geschrieben, weil sich's gut verkauft hat, aber durchgezogen hat das, glaube ich, niemand von denen dort. Oder bin ich einfach nur ein Esel? Ich glaube schon. Ey, sehr geil gemacht. Koloinschir, das heißt bestimmt irgendwie Vorhaut oder so. Der Arm fühlt sich jetzt schon so leicht taub an. Shake Nummer 5. Das ist ja gar nicht meine Musik, aber es passt wie die Faust aufs Auge. Und ich weiß, dass es die Musik von Urs ist, also umso geiler. Langsam sterben mir die Arme ab, sag ich dir ehrlich. Langsam geht so von einem Pump über in ein Taubheitsgefühl. Blöd. Oh, schönen Tag, dir mach's gut. Schade, ich dachte, es gibt ein bisschen ein paar Süßigkeiten für Urs. Bruder, der schickt den Himmel, wie jetzt 2 oder was? Ja. Springe ich aus dem Fenster. Wir haben ja noch 4 Stunden. Ja. Der ist einfach die ganze Zeit am Ballern. Was hab ich für geile Freunde hier, mein bester Freund schreibt mir. Ich steig noch 2 Stunden ein jetzt mit dir. Lauf ins Gym und mache Arme. Geiler Typ, Alter. Das sind die Freunde hier. Ich hab gemerkt. Da brauchst du keine Feinde mehr bei solchen Freunden, Junge. Nach den, keine Ahnung, wie viel, 500, 600, 700 Wiederholungen
French Press, die wir da gemacht haben. Wäre auch krass, wenn er die Wiederholung zählen würde von Anfang bis Ende, das wäre auch krank. Ein bisschen mein Handgelenk eingeknickt ist und das fühlt sich dann eklig an. Das ist so ein leichter Schmerz ungefähr und deswegen hatte ich keinen Bock mehr darauf. Und ja, wir können ja gut ausweichen zum Kabel. Shake 11, Alter. Geht einfach nur ums Überleben jetzt. Ja, ich hau einfach die Sätze raus hier. Eine Minute paarweise. Wenigstens hat er da im Bunker ordentlich Auswahl, ne, an Geräten. Das ist schon mal gut. Chris schreibt. Die Frage. Einfach Chris Bumstead schreibt dir einfach so bei WhatsApp, Junge. Was ist das für ein Gefühl? Ob er nicht joinen möchte, schreibt er. Hell no. I don't do stupid shit for YouTube anymore. Stupid shit for YouTube anymore. Ja, wenn man sich bei sowas mal irgendwann mal verletzen sollte, und da war ja Callum van Morger und Seabam war das, glaube ich, dann weiß man, hat man so einen dummen stupid shit nicht mehr macht für YouTube. Lohnt sich einfach nicht. Aber für die Klicks, Freunde, ne, kann man es mal riskieren. Geschmeckt hat, Alter, 14 Isoclears. Oder Intras, keine Ahnung, was das war. Isoclears. Fucking Shake Time, einfach Rich Piana im Hintergrund, geil. Ja, wie oft war der denn pissen an dem Tag? Aber krass, dass der noch nach, was sind das, 11 Kilo Hanteln, nach 5, 6 Stunden bereits hier, dass der noch so Gewichte bewegen kann. Ich hätte gedacht, das ist komplett vorbei. Dein Arm ist so voller Blut, voll auf Pump, dass du gar nichts mehr hochbekommst. Und so erschöpft schon, dass da gar nichts mehr, mit gar nichts meine ich jetzt, ich rede von nach 2 Kilo Hanteln. Aber jetzt 11 hätte ich nicht gedacht. Letzte Shake für heute, 16. Shake, machen wir auf jeden Fall Kreatin, bisschen was an Protein, Green Tea Honey kann man mal machen. 16 Shakes. 16 Shakes later. Wie viele Shakes trinkst du so am Tag? Ich? Ja. Drei Shakes? Drei, vier. Probier. Drei, ja, ich bin auch bei 3 Malungen. Das mal mit 16. So wie ich halt. Beste Werbung, trink 16 Shakes, dann wirst du so breit wie ich. Das war das Stier. Danke. Das war das Stier. Das war auch mal, gell? Das war mal, das ist schon lange her. Ja, man merkt richtig, wie die, wie sagt man, mein Hirn ist so durch, wie die Inflammation drin ist, die Entzündung, jetzt genau.
Das sieht auch schon richtig komplett auf Spannung, richtig auf Pump aus bei dem, auch gerade, wo der mit den 11 Kilo gecurlt hat. Ich weiß genau, wie ich das angefühlt habe. Einfach nur noch, der Arm war komplett voll, da ging gar nichts mehr. Ich wollte mir echt was den Umfang jetzt haben, ja. Ja, Mann, mess mal nach. Ein Zentimeter war ich schon zufrieden. Nicht, dass der zwischendurch im Training um 2,5 bis 3 gewachsen ist und dann wieder geschrumpft ist, wer weiß. Ey, ich bemerke zwei Sachen. Zwar kriegt die Liebe zum Schweißausbruch gerade. Aber ich glaube, wir sind jetzt hart unterzuckert. Und wir haben 4000 Kalorien. Ich zitter aber auch. 4000 Kalorien, wie viel, was war das für eine Uhrzeit? Wir haben 4000. 7 Stunden und 40 Minuten, 4000 Kalorien. 4000 Kalorien, ich zitter aber auch. Am Anfang schön seriös und dann mit diesen geilen Techno-Beats und jetzt wird es so richtig düster. Düstere Musik, aber guckt euch mal die Optik, Alter. Der sieht da aus wie ein Schwergewichts-Bodybuilder, Junge. Ich bin eigentlich völlig durch, aber wir geben jetzt 10 Minuten nochmal Gas. Dann gibt es die letzte Messung. Alles. Knallgas, Junge. Und Shake. Whatever it takes. Olympia Raps. Auf! Ganz lieber macht. Du willst starten. Einfach nach 8 Stunden will die den noch motivieren. Aber, ne? Ja, die machen 11 Stunden. Ja, eben. Boah, stinkt. Schafft, Feierabend. Boah, das stinkt richtig nach Pest. Wie hast du denn da? Ey, guck mal. Ja, ich mach noch einen Satz. Ja, gleich, die feine Minute. Einen Satz mach ich noch. Zieh durch, Junge. Ja, da ist ein, zwei Sätze sind da noch drin. Ich, an deiner Stelle würde ich mir Mühe geben. Letzter Satz, Freunde. Komm, ich mach mal alles. Alter. Voll rein jetzt, komm. Ramon hat dickere Arme, also auf geht's, sagt die Alice. Geil. Geiler Scheiß. Ganz den Bizeps noch. Komm, noch drei. Ich glaube schon 2 Zentimeter mehr werden es, glaube ich, sein. Weiter. Hau aus. Ja. 8 Stunden, Junge. Es ist geschafft. Jetzt gibt es die Messung. Nee, nee. Jetzt gibt es noch einen Shake. Trinken wir gleich. Ich bin ganz aufgeregt. Kann der überhaupt noch irgendwas da ansteuern, anspannen, Alter? Ich glaube nicht. 50. 50er Ärmel. Das haben wir. Also das, was jetzt rauskommt, das zählt, gell? Das kann nicht sein. 48,5, Junge. Danke, Rich. Das war nix. Du was? Das war ein richtiger Scam, der Rich Piena Scammer, Alter. Wie? Der Arm abgenommen um 3 cm oder was? Vielleicht müssen wir nach dem Essen nochmal messen. Ja, wahrscheinlich. Der sagt ja, am nächsten Tag soll man nochmal messen. 3 Mitteilungen von der Aktivität her. Bitte setzen Sie sich hin und entspannen Sie sich mal ein bisschen. Sie sind ein Idiot. Ja. Bewegungsziel 300%. Neuer Bewegungsrekord. Neuer Trainingsrekord. Wirklich? Ja. Ich habe das schon weggemacht, aber... Und der Arm ist einfach schmaler geworden. Ich glaube es nicht. Ich habe installiert 3200 Kalorien verbrannt.
sind 8000 Schritte gelaufen hier unten. Prost, Shake Time. Ja. Machen wir vorne? Vorne nochmal ein Wasser, dann gibt's den letzten Shake. Das war's mit dem 8 Stunden Arm Workout. Ja, da wurde der Urs leider ein bisschen hops genommen von Rich Piana. Keine 2,5 Zentimeter mehr Armumfang, sondern 2 ganze Zentimeter weniger. Wahrscheinlich haben die auch vielleicht falsch gemessen, wer weiß. Oder vielleicht ist der Arm wirklich so was von entzündet gewesen, dass er nicht aufgequollen vorkommt, sondern sich irgendwie zusammenzieht und kleiner wird, Freunde. Aber anschließend gab es ein geiles Cheat Meal, was man auch nicht so häufig bei Urs sieht, obwohl doch letztens im Ibiza-Vlog ebenfalls. Ja, war ein geiles Video, geil geschnitten. Props gehen raus an den Cutter. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Denkt dran, Freunde, 10% bei OAce für stabile Klamotten und 20% aktuell bei esm.com. Rabattcode William. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.